Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem jungen Sparta. Wir haben jetzt Larissia gehalten gegen die feindliche Epirus-Armee. Epirus ist vernichtet, also noch nicht komplett vernichtet. Irgendwo tümpelt wahrscheinlich noch eine Flotte oder noch eine Armee von denen rum. Ich will jetzt Tyllis angreifen. Weil der hat ja gerade ein bisschen Probleme mit Makedonien. Und das taugt uns gerade schon ziemlich. Der hat hier... Ja, na gut. Also, das wird auf jeden Fall Difficulty. Vor allen Dingen, weil das eben eine Großstadt ist. Also, ich überlege gerade, weil... Wir haben sehr viele Pikiniere. Pikiniere sind total unnötig oder sind total nutzlos auf den Mauern. Nur in der Stadt sind sie dann wieder gut. Deswegen muss ich, brauche ich noch. Das Gute ist, warte mal, wir gehen mal hier hin. Nächste Runde greifen wir dann an. Das heißt, er wird jetzt mal für die ein bisschen vorproduzieren. Einmal Kavallerie brauche ich für die Stadt jetzt nicht, aber allgemein ist das ganz gut. Ich werde die jetzt austauschen. Ich schaue erstmal, ob ich mir das leisten kann. Okay, ich kann mir 3 leisten, das ist gut. Dann haue ich die weg. Hol mir stattdessen 1, 2 und noch eine Kavallerie. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Hopliten. Die sind ja gar nicht schlecht auf der Mauer. Und das wird quasi die erste Welle. Okay. Gut, wir haben eine neue Fertigkeit bekommen. Unser Basileus, der wird ein Kommandant. Warum? Also, die Fähigkeitsbäume habe ich schon... habe ich im Tutorial erklärt, das ziemlich ausführlich. Und jetzt gehe ich nur grob darauf ein. Also, Kommandant ist der Dude, der ziemlich gut Einheiten rekrutieren kann, weil ihr seht schon, plus 2 Erfahrungsränge für Kavallerie-Rekruten zum Beispiel und hier für Infanterie. Und dann kommen halt schon die Einheiten mit Silber oder zum Teil, wenn er gut gelevelt ist, mit Gold her, wenn die neu rekrutiert werden. Dann genau hier dasselbe mit den Schiffen und am Schluss genau gibt es halt noch Nahrung, Fertigkeit, Loyalität, Kraft, Konzentration und sowas. Und der Stratege ist ziemlich gut für Hinterhalte und also zum Beispiel hier Nachtgefechte. Das ist von dem Ding, also es ist praktisch Nachtgefechte zu machen, wenn eure Armee wirklich auf Nachtgefechte getrimmt ist. Das heißt, eure Armee hat in der Nacht keine Mali mehr, also keine Moral-Mali mehr und kämpfen da besser als die anderen. Und deswegen ist der Stratege auch gut, zum Beispiel, der hat mehr Reichweite, dann Rekrutierungskosten für Söldner. Das heißt, im fremden Land ist der besser als jetzt der Kommandant zum Beispiel, weil er eben schnell Söldner bekommt. Dann bekommt er hier nochmal Verstärkungsrate, was auch sehr gut ist. Kampfrhythmus, Verspotten, ermöglicht Fertigkeit der verspotten Gruppe. Das Verspotten ist, die Moral der Feinde geht runter und Verspotten in der Gruppe ist halt auch nicht übel. Aber dafür ist das, Verspotten Gruppe ist gut, aber bis man hierher kommt, also das habe ich noch nie gemacht. Weil es Baukosten und Wohlstand und so, das ist nicht so
nicht so generalswürdig. Gut, also dafür gibt es halt mehr und bessere Sachen. Dann, ich tapp die ganze Zeit raus, der. Achso, hier. Genau, dann gibt es noch Philosoph oder Krieger. Bei anderen Fraktionen sind es hier Krieger. Genau, das ist halt öffentliche Ordnung oder Nahkampfangriff und so weiter. Und dann gibt es eben noch Angst und Einschüchtern. Das ist heftiger als jetzt verspotten. Ja, da gibt es große Mali für die Feinde. Gut, aber wie gesagt, für den Anfang gehen wir auf den Kommandanten, weil wir zu Beginn sehr viele Einheiten rekrutieren natürlich. Gut, hier natürlich die Erfahrung. Da. Hoplitenkaserne. Warte. Kampfposten. Also Kampfposten kann man mal kurz gucken. Warte mal. Hier, nee, warte. Nee, das ist nicht der Kanal. Entschuldigung. Wo ist der Kampfposten? Hier. Also Kampfposten sind anders als jetzt zum Beispiel hier die Hoplitenkaserne oder Plänklerlager. Das ist nicht da, um Einheiten zu rekrutieren. Also über die Kampfposten kann man keine rekrutieren, sondern die geben Boni, wenn man in der Provinz Einheiten rekrutiert. So, aber ich will lieber Hoplitenkaserne, da kann ich bessere und stärkere Einheiten bauen. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Gut. Ich schenke mir dann mal ein bisschen Wasser ein. Kluck, 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 kluck. Okay. Okay, das ist jetzt. Das ist jetzt blöd. Weil, also, Adoyaye ist eine Fraktion, mit der ich ehrlich gesagt ungerne Krieg führe, weil die sind vor allen Dingen, also normalerweise schaffen sie es nicht, Epirus platt zu machen. Und dann sind sie hier ein richtig guter Puffer zum Norden. Vor allen Dingen, also als Sparta, wenn man Makedonien hat, geht es erst bergauf. Und dann muss man sich halt zum Beispiel gegen Rom und Thrakia, beziehungsweise hier die lustigen Gesellen wehren. Und da ist es ganz gut, wenn Adeyeye noch da ist. Das Problem hierbei ist, also ich würde es gerne machen. Das Problem hierbei ist, dass sie Makedonien, also die Provinz, besetzt. Und ich brauche die Provinz, wenn ich. Hier ist Epirus. Wenn ich mich pushen will. Oder ich greife halt Athen an und hol mir Hellas. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber erstmal nein. Erstmal sehe ich da keine Vorzüge. Was man auch machen kann, nach Kavallerie. Ja. Was man auch. Na, das ist blöd. Der ist jetzt wieder zurückgegangen. Jetzt kann ich die beiden zum Beispiel wieder auflösen. Und hier zwei Kavallerieeinheiten holen. Das ist halt jetzt am Anfang. War das jetzt eine Geldverschwendung? Eine ziemlich große. Aber dadurch, dass er jetzt zurückgegangen ist, habe ich keine Chance, die Stadt zu erobern. Das heißt,
Ja, vielleicht hole ich mir dann doch Apollonia. Es ist die Chance besteht noch, wenn ich Apollonia hole, dass danach Adeyeye trotzdem noch Waffenstillstand will, weil die haben nur eine kleine Provinz. Und vielleicht ist es dann noch möglich. Gut, wieder weg. Also gerade, ja, läuft nicht viel, aber das ist am Anfang eigentlich immer so. Erst zu den späteren Zeiten, wenn das Midgame quasi erreicht ist. Und, also gerade sind wir in Early Game. So ab zwei Provinzen, würde ich sagen, beginnt das Midgame. Weil dann kann man schon, ja, Wohlstand aus Landwirtschaft und öffentliche Ordnung, das ist gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Gut, also jetzt sind zwei seiner Armeen draußen. Wahrscheinlich hat er hier oben ein bisschen Stress. Jetzt hat er 12. Ja, also an sich hat er mit den Angriffsplünderern hat er quasi 24. Aber das wird, glaube ich, Krieg erklären. So, also er sagt natürlich, dass ich keine Chance habe. Na, da sind ja noch weitere gekommen. Also er hat jetzt eigentlich genauso viele wie wir. Leitern 4. Ich belagere mal weiter. Die Gefahr hierbei ist, dass er noch irgendwoher Verstärkung bekommt, aber ich weiß nicht, wo seine Einheiten hin sind. Das weiß ich leider nicht. Ich könnte den natürlich auch mitnehmen. Ja, komm, ich nehme den mit. Der hat wieder eine Fertigkeit bekommen, das ist gut. Rekrutierungskosten weniger, das ist für den Anfang auch extrem wichtig, wenn man noch auf sein Geld achten muss. Deren Forderung, ich will, dass er mir Geld gibt. Also moderat, das geht noch. Moderat immer noch. Und niedrig. Okay, dann mache ich moderat. Nee. Gut. Also, Friedensangebot mit Makedonien ist an sich etwas, was vorerst nicht schlecht ist. Aber nö. Ich belagere, also das ist, also man muss aufpassen, ne, bei den, warte mal, bei der KI, weil die wollen sehr schnell die wollen sehr schnell Frieden verhandeln. Vor allen Dingen, wenn sie in der schwächeren Position sind. Aber sie halten sie häufig nicht. So. Gut, also noch eine. Wo ist die denn jetzt hergekommen?
Oh. Okay. Wo ist die denn jetzt her? Hopliten. Warte, was habe ich da für eine Garnison? Einmal. Ja, nur einmal Pikeniere. Einmal Hopliten. Zweimal Jugendliche. Zweimal Steinschleuderer. gut, also. Komme ich mit einem Gewaltmarsch? Nee. Okay, sie hat Gewaltmarsch gemacht, aber woher? Woher kam die? Wahrscheinlich sind sie hier rein und dann. Da, 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 da. Nee, aber die steht gerade so, als wäre sie von hier gekommen. Ah, der König ist noch drin. Gut. Geheime Aktion, geheime Aktion. Verschleiß. 100 Männer verloren. Das ist noch sehr im grünen Bereich. Gut, nächste Runde werden wir die Stadt einnehmen. Wo ist die denn jetzt hergekommen? Gut, dann verteidigen wir uns diese Runde. Also, er sagt, wir haben null Chance. Ich sag, wir machen ihn platt. Ihr kennt ja das Spiel schon. Pikeniere aufstellen, von hinten platt machen, fertig. Kommt natürlich drauf an, wann er, woher er kommt, aus welcher Richtung. Weil, also die KI geht immer so vor, dass sie als allererstes immer zum Marktplatz oder Stadtplatz geht und die einnimmt, weil also meistens also manchmal verteidigen sie das dann und manchmal eben nicht. So. So, den General tun wir hier hin. Ich glaube, ich tausche die, weil die gehen sehr gerne immer zum General. Warte, aber dann mache ich es anders. Dann mache ich den so und den mache ich ziemlich breit. Aber ich mache die andersrum. Ich erkläre gleich warum. Und nicht so breit aufstellen, so reicht es. Gut, ich habe die jetzt also Platz getauscht, weil von hier werden später meine Steinschleuderer schießen. Und Steinschleuderer haben eine sehr flache Schussbahn, nicht so wie Bogenschützen. Und deswegen damit eben keine Friendly Fire passiert. Ja. Habe ich ja die jetzt umgetauscht. So, das ist doch mal eine ziemlich hässliche Phalanxmauer. So. Mach die Münder zu. Gut, vorspulen.
So, same procedure as every year. Gut, die gehen schon mal in Position. Gut. Der geht schon mal hier in Position. Weil sieht so aus, als würde er hier volle Kanne rein bashen. Gut, ich hole. Sorry, das ist mein Handy. Ich hole die Pikeniereinheit nach hier und die Hopliten gehen dann in den Rücken rein. So, weil also Pikeniere sind die bessere Verteidigungseinheit und Hopliten greifen da viel besser an. So, jetzt mache ich ja mal kurz Hammer und Amboss und zwar mit der Raute. Genau, hier muss man immer aufpassen. Wenn man die Kavallerie zum Angriff drückt, geht sie immer von schneller Bewegung in Gehen. Wow, der Charge war. Okay. Der Charge war extrem scheiße. Der war extrem schlecht. So. Das passiert, wenn entweder hier vorne einer ist. Also wenn die Kavallerie sich auftrennt. Oder wie hier zum Beispiel. Komm weg da. Das war jetzt so das Negativbeispiel, was passieren kann, wenn Kavallerie im Blob angreift. Und wenn Kavallerie nicht in der Formation angreift. Also wenn zum Beispiel jetzt ein oder zwei Reiter schneller sind als die anderen, also das passiert schon mal. Dann kommt es vor, dass die beiden Charge machen und die hinten auch, aber die sind ja viel weiter hinter. Und deswegen kommen die nicht mehr an die Feinde ran und die anderen schon, ne? So. Ja, das scheint alles schön und gut zu sein. Ich mach mal die Raute weg. So, ja, hier drinnen will ich echt nicht sein. Von hinten wird angegriffen und von vorne wird angegriffen. Das ist es halt. Also, wenn. Das war auch die Achillesferse von den ganzen Armeen. Wenn die zusammengedrängt werden, also so hier zum Beispiel, dann sehen sie ja nur das, was um sie herum ist. Und, ja. Sobald es vorwärts geht, also wenn ein Push da ist, dann ist alles gut. Dann weiß man hier in der Mitte so, oh, wir haben jetzt einen Charge, wir gewinnen und so weiter. Aber wenn es dann die ganze Zeit nicht vorwärts geht und man weiß nicht warum, ah, da ist die Königin. Ah, nee, das sind die Steinschleuderer. Dann. Genau, also wenn es die ganze Zeit nicht vorwärts geht, dann macht sich Panik breit. Und sobald sich Panik breit macht, dann ja, ist es GG so ungefähr. Weil Panik macht sich ja extrem schnell breit.
Ich glaube, wir können langsam ein bisschen drücken. Ich formiere mich mal hier nochmal neu. Nämlich auch bessere Moral. So schön in den Rücken von dem General. Oder das ist Generalin, ne? Wo ist sie denn? Sie, da ist sie. Wo? Irgendwo hier im Verhau muss sie sein. Oder ist sie schon tot? Ich finde sie gerade nicht. Naja. Das ist. Nee, das ist. Dann ist der feindliche General schon tot. Aber ich habe keine Nachricht bekommen. Dann kommt da mal nochmal ein Charge. So, jetzt können wir ja mal vorspulen. So. Ja, Gefecht beendet. So, knapper Sieg, fand ich jetzt gar nicht so knapp. Also, er hat 350 gekillt. Ich habe nur 5, nee, 6 Einheiten selbst gekillt, was extrem wenig ist. Ja, also knapp war es überhaupt nicht. Hier 3, 7, 5, 7. Ja, Pikiniere. Wenn die stehen bleiben, sind die sowas von overpowered. Gut, die Schlacht um Pella werden wir dann das nächste Mal anschauen. Und ein Kind ist geboren, gebaut. Gut, Larissa hat noch einen Hammer. Also das heißt, Bevölkerungsüberfluss oder der Bevölkerungsüberfluss ist bei 4. Das heißt, ich bekomme die nächste Stufe. Das sieht man hier. Hier wäre es zum Beispiel nicht mehr möglich, weil ja, ich hier schon 3 habe. Hier. Zum Beispiel kann man 5 oder 6 Plätze frei machen. Gut, nächstes Mal greifen wir hier an. Es ist besser als davor, aber immer noch nicht hundertprozentig klar. Und genau. Aber ja, das machen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, sorry, dass ich am Dienstag, also gestern, ja, nichts hochgeladen. Bis dann. Nee, Schmarrn, Schmarrn, Schmarrn. Ich nehme das gerade in einer Aufnahmesession auf, deswegen. Das hier kommt ja erst am Freitag noch. Gut, bye bye.